Hi Leute und herzlich willkommen beim Belly Fiction Festival 2024 hier bei Fishing Adventure in Enschede. Auch in diesem Jahr nehmen wir euch natürlich wieder das ganze Wochenende hier beim Belly Fiction mit und zeigen euch so ein bisschen, was hier so auf dem Wasser passiert. Unsere Kajaks und das Tackle sind schon fertig für den großen Start heute Abend. Jetzt gleich geht's zur Ausgabe der Goodie Bags. Aber bis dahin könnt ihr einen kleinen Blick darauf werfen, wer für uns an den Start geht und insgesamt zum Regelwerk und zu den Zielfischen. Bis gleich. So sind wir also auch 2024 wieder beim Belly Fiction am Start. Bevor es aber gleich richtig losgeht, lasst uns zusammen einen Blick auf das Regelwerk werfen. An allen drei Tagen gilt es, folgende Fische zu fangen: 2 Hechte, 5 Barsche, 4 Zander, 2 Schwarzbarsche, 2 Streifenbarsche, einen Wels, einen Stör und neu in diesem Jahr 2 Regenbogenforellen. Jede Fischart ist entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades mit einem Faktor versehen. Dieser wird mit der Länge des gefangenen Fisches multipliziert. Fängt man also zum Beispiel einen 33er Barsch, so wird die Länge mit 1,7 multipliziert. Für diesen Barsch bekommt der Fänger also 56,1 Punkte. Jeder Fisch muss ordnungsgemäß via Messenger gemeldet werden. Die Punkte aller Fische ergeben addiert eine Platzierung auf dem Leaderboard. Alles klar soweit? So Leute, wir können jetzt hier unsere Scales und unsere Goodie Bags abholen und damit geht's dann sozusagen offiziell los. Kommt mal mit rein. Ja, so Leute, gleich geht's los. Allerletzte Vorbereitungen hier. Kajaks noch ein bisschen was anbauen, raufpacken. Jonas, was ist der Gameplan heute? Ein Barsch angeln. Die Uferkante, ich werde hier vielleicht wirklich strecken. Mein Barschspot von da hinten hier auf der anderen Seite. Der hat letztes Jahr ganz gut geliefert. Auf jeden Fall habe ich da die Barsche voll gemacht. Da werde ich dich erstmal hineiern lassen und dann werde ich gucken, wann du das erstmal was postest. Und dann komme ich irgendwann. Ja. Ich werde das Gleiche machen. Ne? Also, ja. Was anderes bleibt nicht so richtig ohne Echo heute Abend. Weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber heute komplettes Echolotverbot. Erster Tag vor allem, ne? Also vor einem Jahr das letzte Mal hier gewesen. Erster Tag heute. Total andere Bedingungen. Da kam gerade ein Fisch hoch. Ja. Letztes Jahr 35 Grad, jetzt irgendwie 18. Kaltes Wasser. Oder kälteres Wasser, kalt ist es nicht. Kannst halt nicht sagen, dass das so wie letztes Jahr läuft. Ja. Wir geben unser Bestes. Ne? Sascha, letzter Mann hier im Bunde auf dem Boot. Was ist der Gameplan? Also mein Plan ist heute, da wir ohne Echolot fischen dürfen, ich werde auf die großen Störe und Welse versuchen zu fischen mit einer Forelle. Ja, und dann schauen wir mal. Ganze Forelle am Start, ne? Als Forelle, Köder. Ja. Also Leute, ganze Forelle als Köderfisch. Das sagt einiges darüber aus, was für Monster hier im See tatsächlich sind. Mal gucken, ob es bei Sascha aufgeht. So, und jetzt ist gleich Start und wir fliegen da jetzt einmal mit der Drohne rüber und dann geht's auch für uns 5 Minuten später los. Viel Erfolg. Same.
So Leute, Belly Fiction 2024, jetzt geht's auch für uns endlich los. 5 Minuten Zeit verzögert. Mal gucken, dass man jetzt möglichst schnell an den ausgesuchten Spot kommt, in der Hoffnung, dass da gleich noch kein anderer ist. Ich fahre exakt dahin, wo ich im letzten Jahr die Barsche relativ schnell voll gemacht habe. Und ja, da versuche ich auch jetzt mein Glück. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns gleich am ersten Spot wieder. Habe ich bei meinem ersten Spot heute nicht so das allerbeste Gefühl. Ne? Kennt man ja, irgendwie fühlt man einen Spot manchmal nicht. Das ist heute so der Fall. Ich weiß, dass der Spot im letzten Jahr fantastisch funktioniert hat. Dieses Jahr sind die Bedingungen natürlich komplett anders. Kann eben auch überhaupt gar nicht funktionieren. Ich probiere es hier einfach noch ein paar Minuten und vielleicht schmeiße ich den ganzen Plan noch mal ein bisschen über Bord. Fisch, tatsächlich. Und er fühlt sich gar nicht schlecht an. Cool, Leute. Erster Fisch ist im Netz. Und ich sag noch, ich fühle den Spot heute nicht, ne? Geil. Nace Raven am Carolina Rig für den ersten Barsch. Ist der gar nicht so verkehrt. An der Größe müssen wir natürlich noch arbeiten, aber immerhin erster Fisch im Boot. 34er Barsch. Cool, geht weiter. Und der junge Mann darf jetzt wieder schwimmen. Ja, ich habe jetzt hier so eine Dreiviertelstunde gefischt. Es ist genauso schwer wie im letzten Jahr. Also letztes Jahr war es halt, ihr habt das Video ja vielleicht gesehen, es war hammerschwer, es wurde nicht gut gefangen. Heute jetzt den ersten Tag ohne Echolot, davon wurde sich richtig was versprochen, dass man die Fische praktisch kalt erwischt. Aber irgendwie geht der Plan nicht so richtig auf. Wobei, es sind jetzt noch 2,5 Stunden Angelzeit, ein bisschen mehr als 2,5 Stunden. Vielleicht passiert ja noch richtig was. Ich fahre jetzt erstmal irgendwie zu einem anderen Spot und da sehen wir uns dann wahrscheinlich gleich mal wieder und dann zeige ich euch, was ich da mache. Also bis gleich. Ja, wie versprochen, ich bin jetzt hier an einem echt unmöglichen Spot. Also ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr hier, ich stehe im Prinzip direkt am Schilf hinter unserem Hausboot. Ich will ja auch nicht zu laut sein, um hier gegebenenfalls nichts zu spooken. Wir wissen tatsächlich aus erster Hand, dass hier unterm Hausboot, und zwar nur hier hinter dem Hausboot, tatsächlich relativ große Barsche stehen. Ich gebe der Sache einfach mal ein paar Minuten. Ich fische schon krautfrei und mit verstecktem Haken. Es bleibt trotzdem bei jedem Wurf was hängen. Ich hatte es vorher ganz kurz auch schon mit einer Craw versucht, aber ja, das ging am Ende gar nicht. Und ich habe mir auch noch keine Gedanken gemacht, was mache ich hier eigentlich, wenn ich tatsächlich einen fange? Wie cashere ich den? Also, naja, erstmal muss einer kommen. Ja, Leute, wie es denn so ist, ne? Kamera gerade ausgemacht. War schon so, dass ich sagte, ach komm, Spotwechsel. Und dann steigt mir hier dieser hammergeile Barsch ein.
wunderschöner Fisch für die Wertung. Freue ich mich riesig. Und jetzt darf der Gute wieder schwimmen. Geil, Leute. Ich muss mich mal kurz sortieren und dann bin ich gleich wieder am Start. Bis gleich. So, Leute, die ersten 3,5 Stunden sind vorbei, der erste Tag. Wir sind wieder bei uns am Hausboot. Jonas, was machst du? Checkst du mal das Tableau? Ich guck gerade, ja, genau. Ja. Also Polestar 1 auf 2 und Polestar 2 auf 4. Ja, aber insgesamt sind die Fänge auf jeden Fall ausbaufähig. Wir packen jetzt das Nötigste zusammen und dann geht's nach vorne ins Camp bzw. ins Fishing Adventure Café, denn da gibt es gleich noch was Leckeres vom Grill und dann ist der erste Tag auch durch. Und ja, da nehmen wir euch jetzt einfach, glaube ich, mal nicht mit. Wir machen jetzt sozusagen Feierabend und wir sehen uns dann morgen in alter Frische sozusagen wieder. Bis morgen. So, guten Morgen, Leute. Zweiter Tag, Start. Ich mache im Prinzip erstmal das gleiche wie gestern. Versuchen Barsche zu fangen. Die würde ich nämlich gerne als allererstes voll machen und als allererstes verziehe ich mich nochmal in den Spot von gestern, wo ich den schönen 41er Barsch hatte. So, jetzt kann ich mich auch endlich mal vom Wasser melden. Ja, Tag 2 hat jetzt gestartet. Heute mit Echoloten und ich habe jetzt die erste Viertelstunde einfach nochmal versucht, schnell einen Barsch zu fangen. Hat nicht geklappt. Jetzt bin ich auf dem Teich. Ich habe eben auch schon den ersten Zander gehabt, der schön am Köder stand, sich das Ding bestimmt eine Minute angeguckt hat und dann doch wieder nach unten gegangen ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Diesmal bin ich hoffentlich mehr an der Kamera. Ich melde mich, sobald hier was passiert. Haut rein! Leute, sorry, ich konnte euch den Biss jetzt nicht zeigen, das ging doch wieder schnell. Ich habe einen kleinen Hecht gefangen. Mega gut. Wertung haben oder nicht haben. Ja, roundabout 70 oder so, 60, 70. Ich werde es mal checken. Hier seht ihr ihn einmal. So, das Prozedere ist durch. 71. Schnell zurück weitermachen. Wie es dann immer so ist, ne? Kamera aus, zweiter Wurf am neuen Spot und einen kleinen Hecht eingetütet. Der hat auf jeden Fall Maß und kommt in die Wertung. Aber ich muss hier erstmal kurz aufpassen, dass ich hier nicht ins Kraut komme. Hauptsache Fisch, ne? Aber der ist mir fast ein bisschen wild, um den ohne einen Marshall zu messen. So, erstmal zeige ich ihn euch. Kleiner Pike kommt auf jeden Fall in die Wertung. Can you measure my fish? I'm afraid to lose it while measuring and taking the photo. Boat, nothing can happen. It's a smallie. Yeah, it is. Good. It counts, so. Ja, Leute, erster Fisch für die Wertung heute. Kleiner Pike, 74 hatte er. Eigentlich war der Plan in der Abendsession heute von 21 Uhr bis 2 Uhr oder besser in der Nachtsession
Eigentlich war da der Plan, die ganze Zeit Pelagen zu gehen auf Hecht und Zander. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich erstmal mega happy, dass das tatsächlich so schnell heute Morgen schon geklappt hat. Noch nicht mal eine Stunde am Angeln. Erster Fisch in der Wertung für heute. Jetzt überlege ich mal, was ich mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, es ging wieder schneller, als die Kamera an ist. 70er Zander, der bringt gute Punkte. Geil. Vermessen haben wir ihn schon. Wollte ich euch nicht antun. Ich hatte noch einen Kollegen, der mir geholfen hat. Sehr, sehr cool. Ich setze ihn zurück. Weiter geht's. Und weg ist er. So ist das, wenn man ein Turnier fischt. Und nebenbei oder eigentlich auch hauptsächlich irgendwie ein Video davon machen will. Sascha hat mich gerade angerufen. Ich war gerade am Spot am komplett anderen Ende des Sees angekommen. Und dann ruft Sascha mich an und sagt, ich soll sofort mit Kamera kommen. Er hat einen großen Wels drauf. Ja, und jetzt heißt es hier einmal richtig Vollgas geben und einmal komplett über den See fahren, um zu Sascha zu fahren. Ja, einen großen Wels drauf zu haben, jetzt auf dem Video, wäre natürlich extrem geil. Wenn er den jetzt verliert, während ich unterwegs bin, ich glaube dann, ja, weiß ich nicht, dann gibt's glaube ich mal, dann muss er heute Abend einen ausgeben. So, also wir sehen uns gleich bei Sascha wieder. Ja, Sascha muss den Fisch jetzt mal zum Ufer schleppen, damit er tatsächlich gemessen werden kann, denn der ist tatsächlich zu groß, auch um ihn auf einem Marshallboot zu messen. Deswegen müssen wir einmal ans Ufer. Gerade drüben am anderen Spot angekommen und ja, jetzt an der komplett anderen Seite des Sees. Aber gut, was tut man nicht alles für einen großen Stör? Ich freue mich halt auch mega doll für Sascha. Und jetzt muss der junge Mann sich gleich ausziehen und ins Wasser gehen. Freue ich mich auch drauf. Das Ding komplett weg inhaliert. Ja. Ja, hammergeil. Hammergeil. Schöner Fisch. 1,71 Meter. Das kann sich schon durchaus sehen lassen. Es wäre halt jetzt auch super dumm, zu versuchen, den zu verbessern. Ne? Spoiler-Alarm. Das Thema Sascha und die Störe besprechen wir später nochmal. Also, das Thema Störe ist für Sascha abgehakt, aber das Thema Wels noch nicht. Also, vielleicht meldet er sich ja nachher nochmal. Mit dem Waller. Noch vorhin, als ich sagte, es wäre richtig dumm, jetzt weiter auf Stör zu angeln. Ladies and Gentlemen, Sascha Stange.
nochmal verbessert, ne? Was hatte ja, der jetzt? 1,81 oder sowas? 1,82, irgendwie sowas. Also nochmal locker 10 cm größer. Ja. Geil. Weiter geht's, ne? Weiter geht's. Du brauchst ja noch einen Waller. Jetzt kommt ein Waller dran, ja. Stör habe ich genug. Satt gestört. Ja, Leute, wir haben uns jetzt die lange Pause gegönnt, haben auch wirklich hier echt ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen rumgechillt. Wie es heute Vormittag lief, habt ihr ja schon gesehen. Aber was ihr noch nicht wisst, Jonas ist aktuell Tabellenführer und das gilt es natürlich zu verteidigen. Mega nice, kann natürlich noch alles passieren, wissen wir alle. Wir haben im Prinzip zeittechnisch noch nicht mal Halbzeit, wenn man das rein auf die Stunden betrachtet. Also da ist noch eine Menge möglich, unter anderem auch für mich. Aktuell Platz 9, würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Du darfst gerne da ganz vorne bleiben, so, aber ziemlich nah dahinter wäre ich dann gerne am Ende schon. Ja, schauen wir mal, was die Nachtsession bringt. Wahrscheinlich werdet ihr aufgrund dessen, dass es einfach filmtechnisch schwierig ist, da am Ende gar nicht so viel von sehen. Natürlich, wenn wir Fische fangen, dann werden wir versuchen, euch die natürlich zu zeigen. Vielleicht sehen wir uns ja nachher nochmal. Ansonsten gibt es nach der Angelzeit ein Update von uns. Aber sag mal zuversichtlich, bis gleich. Leute, ich habe ja irgendwie noch, falls was passiert, ein Update versprochen. Es ist tatsächlich was passiert, nämlich Weltuntergangsplatzregen. Ich bin komplett durch bis auf die Unterbüchs und ich weiß nicht, ob man Sascha erkennen kann. Der ist auch komplett durch. Wir hätten jetzt noch 2 Stunden, aber seien wir ehrlich, es lief sowieso nicht so gut. Ich habe tatsächlich einen dicken Stör drauf gehabt, den habe ich verloren. Der hing ungefähr 10, vielleicht 20 Sekunden. Dann war es das gewesen. Wir machen jetzt tatsächlich an der Stelle dann sogar auch Feierabend und drücken Jonas, der noch auf dem Teich ist, alle Daumen, die wir haben. Und ja, wir sehen uns dann morgen früh. Gute Nacht. So, Leute, angeplönt die Regenklamotte. Es ist super kalt, es ist super windig. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Jonas sitzt schon auf dem Jack. Jonas, nochmal alles geben. Ein scheiß Fisch noch. Jonas, ein Fisch will er noch. Jonas hat ja, wie gesagt, auch noch vernünftige Chancen, hier den ersten zu machen. Ja. Mein Plan, irgendwie Schadensbegrenzung sozusagen. Naja, die Prämisse ist, ein geiles Video zu machen. Wenn die Platzierung dann auch noch stimmt, ist cool. Natürlich will man irgendwo vorne mitspielen. Wenn es nicht reicht, dann reicht es halt nicht. Ich werde jetzt einfach nochmal versuchen, Barsche zu fangen. So, das ist das, was ich hier, glaube ich, am besten kann. Auch wenn es super schwer ist. Ja, das werde ich irgendwie versuchen. Und in 2 Minuten geht's los. Und dann sehen wir uns nachher gleich auf dem Wasser wieder. So,
Der letzte Tag ist jetzt angebrochen. Wir wissen nicht, was heute wer fängt. Die Leaderboards bzw. Rangliste ist geschlossen und auch die WhatsApp-Gruppe existiert in dem Sinne nicht mehr. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, ich melde mich zurück mit dem Fisch. Haut rein. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich bin in der Hütte. Wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht, 2 Stunden, glaube ich, Pause. 16 bis 20 Uhr wird nochmal geangelt. Ich melde mich auf jeden Fall. Bis später. Was sehen meine müden Augen da, Leute? Da drillt jemand. Und das ist natürlich kein geringerer als the one and only Sascha himself. Da fahren wir direkt mal hin und gucken, was da bei ihm abgeht. Sieht auf jeden Fall nach einem großen Fisch wieder aus. Ja, Leute, das war der letzte Angeltag beim Belly Fiction 2024. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was vielleicht bei Sascha und bei Jonas noch ging, ob da noch was ging. Ich habe ein paar Minuten früher aufgehört tatsächlich. Mittlerweile sind bei dem Sturm alle Leute runter vom Wasser. Viele haben auch schon zusammengepackt oder packen gerade zusammen. Jetzt gibt es gleich beim Adventure Café ein kleines Barbecue da hinten. Und danach gibt es die Preisverleihung und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt muss Bart einmal zu mir kommen. Bart, du weißt vor uns allen anderen, wer das Ding geschaukelt hat. Wer hat gewonnen? Das wollen wir jetzt natürlich nicht wissen, ne? Aber du kannst ja mal sagen, war es spannend heute noch zum Schluss? Sehr spannend. Ja? Ja. Okay, Leute, dann sind wir echt heiß und freuen uns auf die Preisverleihung. Wie war es insgesamt? Wie waren die Fänge insgesamt? Es war auf jeden Fall wesentlich besser als letztes Jahr. Donnerstagabend war gut. Ohne Echolote. Da haben alle ein bisschen Besuch, ein bisschen schwierig, aber gut gefangen. Freitagmorgen war super. Der erste Tag mit Echolote. Freitagabend war auch gut und heute war weniger. Nicht. Ja, war okay. Nicht gut. Aber solange es spannend war, heute ist alles gut. Ja, spannend war es. Zu viel Wind heute und ich denke auch, man sieht, speziell die Barsche, wenn die Echolote angehen, sind die Barsche weg. Ja. Ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, Leute. Ja. Also ne, beide Barsche am Donnerstag gefangen und danach gute Barsche. Nichts mehr. Ja. 42 und 43. Waren die beiden großen, ja. Der eine war von mir. Du hattest 42. Genau. Wir sehen uns gleich bei der Preisverleihung. Ja. Alles klar, Leute. Ich gehe jetzt was essen und dann sehen wir uns hier drin nachher wieder. Thank you.
ich euch alle danken, Jungs, dass ihr gekommen seid. War wieder eine schöne Gruppe. Schöne Fische gefangen. Auch die Sponsoren möchte ich natürlich danken. Und unser Fishing Adventure Team, die Marshalls, die haben alles auch wieder einen super Job gemacht. Ich denke, alles ist eigentlich ohne Probleme verlaufen. Nur das Wetter natürlich heute war ein bisschen weniger, ein bisschen schlecht. Zu viel Wind, aber ja, da kann man ja nichts machen. Dann fange ich an mit den Preisfragen. Wir haben 41 Angler, die was gefangen haben. Und für jeden Angler, der was gefangen hat, haben wir einen kleinen Preis. Wir fangen an bei dem sechsten Preis. Und dann gehen wir erst nach unten. Und danach gehen wir zur Top 5. So Leute, Belly Fiction 2024 ist Geschichte, ist tatsächlich ziemlich gut gelaufen. Also Jonas hat es gerichtet für uns, zweiter Platz, richtig stark geangelt. 3,5 Punkte. 3,5 Punkte, das wäre bei einem, also wenn dein Stör 9 cm... Hätte ich einen Zander lang gezogen. Oder einen Zander lang. Nein, also richtig stark, zweiter Platz. Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, noch in den Top 20 zu sein, mit dem 15. Platz auch echt noch richtig, richtig happy. Vielen Dank für die wunderschöne Veranstaltung hier. Im Prinzip kann man sagen, jetzt schon Bock aufs nächste Jahr. Auf jeden Fall. Und Jonas muss ja auch... Vizemeisterschaft verteidigen. Nee, letztes Jahr Dritter, dieses Jahr Zweiter, nächstes Jahr. Wir wissen, was nächstes Jahr kommt. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, kommentieren und natürlich, wenn ihr auch weitere Videos gucken wollt, Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Jahr bei der Belly Fiction und wir sind jetzt raus. Bis dann. Ciao.